Eigentlich müsste es für Harry Wörth ein völlig neues Gefühl sein vor Gericht, denn er sitzt erstmals nicht auf der Anklagebank. Er ist diesmal Kläger. Doch der 49-Jährige aus Birkenfeld bei Pforzheim ist extrem angespannt, denn er klagt gegen das Land Baden-Württemberg, weil er sich nach seinem spektakulären Freispruch durch den Bundesgerichtshof hereingelegt fühlt. Von der Generalstaatsanwaltschaft in Karlsruhe, die hatte sich ihm gegenüber mehr als geizig gezeigt. Ich hab Klage erhoben gegen das Land Baden-Württemberg, weil mir die Generalstaatsanwaltschaft ganz viel Geld abzogen hat. Die haben mir Kost und Logis fürs Gefängnis abzogen. Das heißt, für mich heißt es, ich habe meinen Gefängnisaufenthalt eigentlich selber bezahlt. Und ganz viel haben die mir abzogen, auch mein erarbeitetes Geld vom Gefängnis. Am 15. Dezember 2010 hatte ihn der Bundesgerichtshof endgültig freigesprochen von dem Vorwurf des versuchten Totschlags an seiner getrennt von ihm lebenden Frau, 13,5 Jahre nach seiner Verhaftung. Nach 4,5 Jahren Gefängnis, nach ausgesetzter Haft und insgesamt 11 Gerichtsverhandlungen sagte der BGH, Wörth hätte nie verurteilt werden dürfen und er bekomme alle Kosten und finanziellen Ausfälle ersetzt. In der Rechtsprechung heißt es, ein Justizopfer müsse finanziell so gestellt werden, als wäre es nie in Haft gewesen. Doch der damit beauftragte Generalstaatsanwalt verzögerte die Entschädigung. Seine Behörde ließ Jahre vergehen, bis überhaupt gezahlt und ein Gutachten erstellt wurde über Wörths Arbeitsfähigkeit. Denn der Mann ist fertig nach der jahrelangen Gerichtsodyssee. Er kann nicht mehr arbeiten, leidet unter Traumata, bedarf seit Jahren der Behandlung einer Psychotherapeutin. Seit 2014 bekommt Harry Wörth jetzt eine monatliche Rente. Nun klagt der gelernte Bauzeichner vor dem Landgericht Karlsruhe, weil er mehr Geld möchte als die rund 150.000 Euro, die er bisher bekam. Weitere 86.000 Euro fordert er vom Land Baden-Württemberg. Geld, das ihm, wie er sagt, in dem 9 Jahre langen Prozessmarathon verloren gegangen sei. Aber das wird wohl nicht so einfach. Es ist unglaublich schwierig, solche Entschädigungen geltend zu machen. Denn der Kläger, also Herr Wörth, muss jede Schadensposition selbst beweisen. Und es geht hier um Dinge, die liegen mehr als 15 Jahre zurück. Und hinzu kommt, das Land ist wirklich extrem hart, fordert jeden einzelnen Nachweis bedingungslos ein. Und das ganze Verfahren dauert auch schon extrem lange. Und wieder einmal ist Harry Wörth in der Beweislast. Es klingt wie Hohn. In der Beweislast gegenüber einem Bundesland, dessen Behörden ihn einst zu Unrecht ins Gefängnis gebracht haben. Haben Sie das Schild nicht gelesen? Komm, Niki. Leute, ihr habt das, was?